Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Majora's Mask, Breath of the Wild. Der Todesberg scheint unerreichbar für uns momentan. Wir brauchen irgendwas, das uns sehr viel besser kühlt. Aber in seiner Umgebung habe ich etwas Merkwürdiges entdeckt. Einen Sumpf, eine heiße Quelle oder so, voller Bäume. Das Wasser ist sehr warm, aber dank Kühltrank nicht zu heiß für uns. Deswegen können wir uns hier ein bisschen umschauen. Und es sieht interessant aus. Vor allem, weil hier so eine komische Metallkonstruktion ist. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie in der Mad Max Zukunft gelandet. Ich sehe da hinten so Auflüfte. Schneidklippen. Diese Winde werden uns da wahrscheinlich hochtragen. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hey, ein Gorone! Tach! Schneid muss man haben! Hier brennt die Luft! Denn hier zeigen wir Goronen, wer Schneid hat und diese Klippe hochklettern kann. Wenn du mitmachen willst, sprich mit meinem großen Bruder. Oben! Kein Problem. Easy peasy für mich. Ja, wahrscheinlich ist es Cheaten für die. Hey, du sitzt da zufällig auf einem Schrein. Und beugen und strecken. Geht doch nix über steinharte Muckis. Das hier ist der Goronengarten für die Harten. Gott, ist der schlecht. Und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Aus dem Weg bitte. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für einen ganzen Kerl, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden werden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus dir einen Mucki, eine Muckimaschine. Ich erkläre dir mal, wie es funktioniert. Ist eigentlich ganz leicht. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Aber das allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn die Zeit ausgeht oder du auf halbem Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperlichen und geistigen Grenzen stoßen. Das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimme die Klippe! Ist doch ein Klippenspielchen. Oh, noch etwas. Ein Versuch kostet 20 Rubine. Kannst du das finanziell stemmen? Los geht's. Du musst beim Klettern 100 Rubine sammeln. Ein Klacks für einen harten Kerl. Hast du im Ziel zu wenig Rubine oder war die Kletterei umsonst? Und wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast, auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits... Also dann, erklimme die Klippe, los! Aber ich bin doch schon oben. Warum soll ich nochmal erklimmen? Klimm du doch die Klippe. Okay, ich schätze mal, wir machen das jetzt. Vielleicht hätte ich nicht sprinten sollen. Das war doof von mir, aber ist schon okay. In 3 Minuten da ganz hochkommen. Und wie viel Rubine brauche ich? 100? Und das sind überall nur so kleine grüne Pummel-Dinger. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich muss mich echt dran halten. So, ich habe da hinten einen blauen gesehen. Den nehme ich mal mit. Oh Mann, ganz schön gemein hier. Und 3 Minuten sind echt auch knapp bemessen. Aber ich sehe, da oben kommen die wirklich kostbaren Rubine. Oh, das war gerade ein Fehler. Ich bin zu oft gesprungen. Ich glaube, ich habe nichts, was Ausdauer wiederherstellt, oder?
Eieieiei. Das geht nicht gut aus. Na toll. Ja, kann ich nochmal von vorne anfangen, bitte? Na komm, machen wir das Beste aus den 2 Minuten, die wir noch haben. Dann können wir uns wenigstens die Strecke noch ein bisschen einprägen. Allzu weit wäre es gar nicht mehr. Meint ihr, wir können es noch schaffen? Ich glaube nicht. Schon gleich gar nicht mit so vielen Rubinen. 100 Rubine kriegen wir doch nie im Leben zusammen. Wir haben jetzt 26. Wie soll man denn da 100 zusammenkriegen? Vielleicht mit genug Roten. Rote bring's. Okay, auf zur nächsten Plattform. Oh Gott. Okay, ich sehe da 4 rote Rubine. Die würden schon reichen. Die sind aber auch sehr gemein platziert. Könnte ich einen auslassen, hätte ich nichts dagegen. Kann ich aber nicht. Außer auf der Plattform ist auch ein roter. Ich weiß es nicht. Ne, ein grüner. Dann lohnt es sich fast, den grünen noch schnell einzusammeln. Na komm. Okay, jetzt den blauen noch. Ach nee, ist doch ein roter. Okay. Oh, komm schon, die 2 roten würden reichen. Aber die Frage ist, schaffe ich es bis nach oben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird knapp. Das wird von der Zeit her knapp und von der Ausdauer. Wir gehen an unsere körperlichen und geistigen Grenzen, wie der Corona gesagt hat. Aber ich glaube, wir könnten es schaffen. Komm schon, das schaffen wir. Ja, das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Geschafft! Ausgezeichnet! Reifeleistung. Und wie viel Rubine hast du unterwegs genommen? 115! Unglaublich! Du hast überraschenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser 4. Bruder. Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder. Und als unser Bruder ist es dein Recht, dich jederzeit an dem Schneidklippen zu messen. Dich erwartet sogar noch eine härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Jetzt gehen wir erstmal in den Schrein. Wie er guckt, der eingefrorene Gorone. Okay, los geht's. Brrrt. Klettern. Mit Hilfe von L und B kannst du dich beim Klettern fallen lassen. Das stimmt doch gar nicht. Da springe ich doch dann von der Wand weg. Fallen lassen geht auf X. Du lügst, Tooltip. Hey. Du hast es geschafft, den Berg zu erklimmen. Deswegen gebe ich dir Guachitos meinen Segen. Und außerdem kriegst du noch ein großes Eisschwert, aber nur, wenn du genug Platz in deiner Tasche hast. Also miste aus. Das würde er sagen, wenn er reden könnte. Wisst ihr was? Kochlöffel, flieg! Tut mir echt leid. Ich meine, ich finde den Kochlöffel echt cool und so, aber jetzt mal ehrlich, ein großes Eisschwert. Da muss der Kochlöffel leider baden gehen. So, jetzt gib mir du noch deinen Segen, bitte. Bitte einmal, nicht Segen, sondern Beweisgüter, Ehrerweisungs-Bimmelim. Zeichen der Bewährung, das war's. Danke. Vielen Dank. Und schon haben wir 3 Herzen. Vielleicht reichen 3 Herzen mehr, um das Masterschwert aus dem Stein zu ziehen. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich braucht man super viele Herzen. Wahrscheinlich braucht man over 9000! Kann ich mir vorstellen. Na gut, sagen wir 10. Moment, ich habe 9. Aber 10 ist einfach nur so eine Zahl, die ich gerade erfunden habe. Es könnten auch 20 sein oder 4. Ich habe keine Ahnung. Naja, 4 werden es nicht sein. Ich habe mehr als 4. Oh, guck mal, jetzt sehen wir das nächste Biest da oben ganz schön. Der nächste Titan mit seinen Feuerbeinen. Feuerstampfi. Krockstein. Nein, warte, ich kann den nicht mal hochheben.
Well played, Game. Well played. Aber hier liegt überall so ein Stein. Also das kommt mir schon sehr komisch vor. Ha. Also ich hätte schwören können. Aber gut, hier liegt halt einfach überall so ein Stein. Ah, den kann ich nehmen. Und jetzt? Jetzt werfe ich ihn auf den Goronen. Da guckt er. Komisch, warum konnte ich den nehmen? Kann ich jetzt den anderen nehmen? Muss ich die in der richtigen Reihenfolge nehmen vielleicht? Hier oben ist es total kalt. Warum ist es denn kalt? Ich hätte jetzt mit Hitze gerechnet, aber nicht mit Kälte. Na gut, es ist auch Nacht. Keine Ahnung. Naja, einen Stein kann ich nehmen. Die anderen kann ich irgendwie nicht nehmen. Es ist ein Mysterium. Aber gut. So, aber immer noch kein Turm in Sicht. Schade eigentlich. Ich benutze jetzt mal den Auftrieb hier. Vielleicht bringt uns der noch ein bisschen höher. Und dann fliegen wir mal. Und dann fliegen wir mal über den Todesberggipfel da. Naja, oder vielleicht auch nur... Vielleicht landen wir einfach nur so hoch, wie es geht an seinen Klippen. An seinen Felswänden. Auch schon gut genug. Hier werde ich noch nicht stehen können. Ich hoffe, da oben kann ich stehen. Ja, perfekt. So. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Vielleicht sehen wir jetzt einen Turm hinter dieser Erhöhung. Oh nein, kein Turm, aber ein was zur Hölle. Oh, ein Fels-Oktorok. Vielleicht war der Eispfeil jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich war so ein bisschen so, the fuck? Und habe einfach aus Panik geschossen. Da geht's in eine Höhle oder so? Was seid ihr denn? Ah. Aha. Ich hab's mir gedacht. Ich wusste schon, dass ich euch nicht trauen kann. Aber Eispfeile wären bestimmt super effektiv gegen euch. Aber ich glaube, Bomben tun's auch. Okay. Ich habe ja auch noch ein Eisschwert dabei, stimmt. Das sollte ich nicht vergessen. Ich könnte eigentlich meinen Shika-Sensor mal wieder auf dem Schrein einstellen. Nur mal so zur Sorge. Au. Aber ist okay. Ist okay. Halt, warte, Steinchen. Ich will dich haben. Yeah. Okay, es ist einfach zu heiß. Wir können momentan nicht weiter. Wir können momentan nicht höher. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich such doch eigentlich nur den Turmberg. Ich such doch eigentlich nur deinen Aussichtsturm. Du musst doch irgendwo einen Aussichtsturm haben. Wir durchqueren dein Gebiet jetzt echt schon ganz schön großzügig. Und trotzdem sehe ich immer noch keinen Aussichtspunkt. Ich sehe nur ein paar Stein-Oktoroks. Oh, die riesige Explosiv-Wubbels werfen. Cool. Habt ihr das gesehen? Die saugen die Bomben ein, wenn ich sie in den richtigen Moment werfe. Komm schon, willst du nicht ansaugen? Oh, zu langsam. Damn. Okay, hat trotzdem funktioniert. Warum hat der Glutforellen im Bauch? Aber hey, ich beschwere mich nicht. Hey, wer bist du denn? Tja, und jetzt würde ich sagen, schiebe ich dich mal drunter. Mach's gut. Ciao. Hey, warte mal. Kannst du nicht einfach machen? Hey, du tust auch noch echt weh. Ich habe gesagt, ich schieb dich runter. Naja, dann bleib halt da, wo es bist. Dann bleib, wo der Pfeffer wächst. Mir doch egal. Ich gehe jetzt. Ich habe keine Zeit für sowas. Hm.
Immer wieder lustig. So. Aber ich sehe immer noch keinen Aussichtsturm. Oh, wait, what? So, Steinknacker-Boomerang, komm mal raus. Dankeschön. Yeah, und dich machen wir auch noch kaputt. Steinsalz, köstlich. Können wir kochen. Kochsalz. Steinkochsalz. Stochsalz. Dochsalz. Was? Ach, Gott. Oh, oh, ein riesiges Skelett sehe ich da unten. Ist es etwa... Ist es der Boss aus Ocarina of Time, der zweibeinige Drache mit dem Riesenmaul? Nein, der hat vier Beine, glaube ich. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Die Lichtverhältnisse werden komisch. Hey, guck mal. Steinwand, die man sprengen kann. Ach, come on. Eine kleine Schatzhöhle. Und was haben wir in der kleinen Schatztruhe? Ein kleiner Schatzrubin. Yes, 300 Rubine. Nicht schlecht. Oh, the fuck. Da ist wieder dieser riesige rote Feuerdrachen. Ich hol meine Kamera. Oh, der ist da gerade runtergetaucht. Ich habe schon mal ein Foto von dem gemacht, aber da war nicht so schön zu sehen. Aber hier ist er auch nicht schön zu sehen. Oh Mann, ey. Cool, der ist riesig. Oh, ich habe mich verdrückt, weil ich keine Bomben mehr ausgerüstet habe. So, jetzt. Hihi. Hey, du da. Hinter dir. Soll ich mal... hallo. Au. Soll ich mal runter zu dem Riesenskelett gehen? Ich fände es schon interessant, ob das irgendwie lebt oder so. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich nachts kommen. Aber ich würde es mir trotzdem gern anschauen. Ich würde sagen, runter zum Riesenskelett. Wo ist es hin? War das gerade nicht da unten noch? Bin ich doof? Ist es vielleicht... Ich glaube, es ist noch tiefer. Ich glaube, ich muss bis ins Grüne runter segeln, oder? Ah. Da ist es. Sieht ein bisschen aus wie ein Wal. Vielleicht war es einer von diesen berühmten Flugwalen. Blumentopfwale und so. Ne? Ihr versteht schon. Ach, ich wollte schon sagen, was ist das denn? Eine Feuertaube. Bernstein. Diamant, yeah. Diamanten sind super. Super wertvoll vor allem. So, ich bin gespannt. Ist das wirklich ein Dodongo-Relikt? Nee, ist es nicht. Das hätte ich nur gerne. Aber es ist schon irgendwas Großes. Eldin Riesenfossil. Cool, ich glaube, da hat ein Vogel sein Nest in seinem Auge gebaut. Cool. Das Eldin Riesenfossil. Oh, hier haben sich Gegner eingenistet. Warum nicht? Und hier haben wir ein Feuerschwert. Oh, oh. Feuerschwert. Oh, aua, das hat gesessen. Ich glaube, das wird ein harter Kampf. Ich glaube, wir müssen uns kampfmäßig anziehen. Kampfhut, Kampfrüstung, Kampfhosen haben wir eh schon an. Und, na, ultimative Heilung und ultimative Rüstung. So, Leute, jetzt kommt her. Yeah!
Gegen meine Macht seid ihr machtlos. Naja, vielleicht nicht machtlos, aber nicht so supermächtig. Yeah, keine Chance. Ich bin zu schnell für euch. Burn! Au. Au. Ich muss mich mal um die Feuerpfeile da hinten kümmern, glaube ich. Die sind nervig. Tja. Au. Tja, wer mit dem Feuer spielt, au, der kriegt Feuerpfeile ab. Oh Mann, ey. Oh Mann, der macht echt irgendwie Terror mit seiner Geschwindigkeit. Jetzt trifft er mich auch noch. Ich hasse Bogenschützen. Oh. Der lebt ja noch. So, jetzt komm du noch. Finale! Huh, ihr wart ja mal verrückter Haufen. Mann. Und hatte sie wirklich sonst nichts. Außer dieses Feuerschwert. Ja, nichts Weltbewegendes leider. Aber ich glaube, wir klettern nochmal auf dieses Riesenskelett hier. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das alles war. Ich bin noch nicht überzeugt. Mal gucken, ob wir noch was finden. Weil ich meine, der Kampf war schon irgendwie, finde ich, ein bisschen krass. Die Gegnerauswahl war schon nicht ohne. Ich meine, das muss nichts heißen. Wir haben immerhin ein Feuerschwert bekommen. Das ist schon auch nicht schlecht. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem hätte ich gern noch was. Und ich würde gern wissen, von was dieses Skelett hier ist. Von wem oder was? Okay, vorsichtig, vorsichtig. Auf dem Schädel. Und was haben wir? Eine Libelle. Nur eine Libelle, leider. Naja, hätte ja sein können. Lame. Aber immer noch kein Turm in Sicht. Jetzt haben wir den Berg aber echt bald umkreist, oder? Wir haben ihn umkreist. Ich bin schon wieder im anderen Gebiet und kein Aussichtsturm in Sicht. Ich weiß nicht, wo der Aussichtsturm ist von diesem Todesberggebiet. Der ist vielleicht für uns noch gar nicht in Reichweite. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt bin ich aber mal überfragt. Ich hätte da noch eine Idee. Ich gehe mal zu dem Aussichtsturm. Das ist, glaube ich, so ziemlich der höchste überhaupt. Wenn der Turm irgendwo da am Todesberg in Sichtweite ist, dann sehen wir den von da oben. Hoffentlich. Glaube ich. Ist eine Theorie von mir. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist mir auch wurscht. Dann kann er mich mal. Blöder Dingens Ding Dingeling hier. Oder? Ist doch wahr. Oh, Jemini. Du kannst Wolfling beliebig oft pro Tag rufen, solange er noch was. Da, jetzt sehe ich ihn. Natürlich, da ist er doch. Der ist auch gar nicht so hoch. Ich weiß nicht, warum wir den nicht gefunden haben. Mal auf die Karte gucken. Ist irgendwie ganz in der Nähe von dem Schrein hier sogar. Komisch. Echt komisch, oder? Hilfe, ich will aus diesem Menü raus.
So. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, würde ich sagen, fliege ich mal eine kleine Runde zur Zitadelle der Zeit, wo wir hochleveln, dann gehen wir in den Kokiri-Wald, wo wir runterleveln, dann leveln wir ein bisschen hin und ein bisschen her und dann holen wir uns das Masterschwert. Oh yeah. Also mal schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Mein Plan wär's. Und es würde mich sehr freuen, wenn es funktionieren würde. Hörst du, Spiel? Es würde mich sehr freuen, wenn es funktionieren würde. Also für dich benutze ich aber echt nicht mal ein super Großschwert. Für dich benutze ich eigentlich am liebsten das Dekoblatt. Aber das ist doch ein bisschen sehr schwach. Na gut, okay. Machen wir einen Kompromiss. Ich nehme die Waldlanze. Tschüss. Dein Horn nehme ich mit. Zitadelle der Zeit. Die steht ein bisschen komisch, oder? In meiner Erinnerung stand die irgendwie genau neben dem Schloss so ziemlich. Aber vielleicht haben die die ein bisschen verschoben. Vielleicht wurde es denen zu eng und... Was machst du denn hier? Geh weg. Ihr tut mir schon irgendwie leid. Ihr seid so machtlos. Gegen mich. Ich bin inzwischen so ein mächtiger Held und ihr seid immer noch so kleine rote Kerle. So göttliche Göttin des, der Göttnis, der Göttlichkeit. Bitte, Herzherr. Ja. Herr damit, ich will noch mehr Herzen nämlich. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Das wird jetzt unser 9. Herz, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, Herz Nummer 9. Jetzt kommt Herz Nummer 10 und Herz Nummer 11. Ich finde, 10 wäre eine gute Zahl. Vielleicht kriegt man das Masterschwert schon für 10 Herzen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass das Masterschwert wirklich so eine absolute Endgame-Belohnung ist. Und man das nur kriegt, wenn man wirklich, keine Ahnung, irgendwie alle Herzen hat oder so. Die maximale Anzahl der Herzen. Oder zumindest einen großen Teil davon. Keine Ahnung, ob an der Theorie was dran ist, aber jetzt würde ich sagen, versuchen wir es mal. Ist ja nicht weit. Also ich meine, ist schon weit, aber wir können uns ja zum Glück einfach hin teleportieren. Und dann versuchen wir es. Dann versuchen wir es. Und ansonsten gehe ich sowas von auf Schreinjagd, weil ich will dieses Schwert. Ich brauche das Masterschwert, ich brauche das Bannschwert. Ohne das Schwert können wir doch gerne nicht entgegentreten. Wir wissen aus Ocarina of Time, dass Ganon nur gegen das Masterschwert und den Dekostab empfindlich ist. Das ist ein Insider. Ich gucke ja gerne Speedruns. Und Speedrunner neigen ja dazu, Spiele kaputt zu machen im Grunde, damit sie die möglichst schnell beenden können. Und es gibt eine Möglichkeit, als Kind Link zum letzten Endkampf zu Ganon zu gehen. Und Ganon hat quasi super Resistenzen. Nichts macht dem Schaden, außer das Masterschwert und der Dekostab, weil du den ja eigentlich als erwachsener Link nicht benutzen kannst. Deswegen haben die Entwickler den nicht abgeschwächt. Und das ist irgendwie lustig. Okay. Na komm schon. Ja. Oh, ich muss aufhören. Oh, letzte Sekunde. Es geht einfach nicht. Deine Kraft scheint noch nicht ganz auszureichen. Du musst weitere Prüfungen bestehen. Dabei wäre es ja beinahe gelungen. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Power. Na gut, aber Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt Lensquid Birdrider auch sehr gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram folgen. Außerdem gibt es ja noch den Hauptkanal. Falls ihr den vielleicht nicht kennt und nur zufällig über Lensquid Birdrider Nintendo hier gestolpert seid, dann schaut doch auch mal bei Lensquid Birdrider vorbei. Da findet ihr Let's Plays über Let's Plays und auch einige Special-Videos. Einige sehr gute Special-Videos, einige perfekte Special-Videos. Und keine schlechten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.